Die Wehrleute aus Beckum, Volkringhausen und Balve konnten bei Eintreffen am Dompeweg in Beckum kein offenes Feuer im Keller feststellen. Wehrleiter Frank Busche vermutet daher einen Defekt an der Ölheizung. Deshalb wurde der Bezirksschornsteinfeger hinzugerufen. Wehrleute blieben so lange noch vor Ort. Die Wohnung und der Keller wurden belüftet. Nach gut einer Stunde konnten dann alle 26 Feuerwehrleute wieder abrücken.